Warnung: Die Inhalte, welche ihr im folgenden Let's Play sehen werdet, sind für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Huhu Leute, ich bin Flaschor, willkommen zu Let's Play Unreal. Endlich ist es soweit. Wer mal wirklich drüber nachgedacht hat, der konnte das Spiel auch schon erraten, dass das jetzt eigentlich irgendwann kommen musste. Und die meisten von euch haben es auch tatsächlich erraten. Ein Zuschauer hat zum Beispiel gesagt, Half-Life, Duke Nukem, Doom, wann kommt Unreal? Tja, jetzt ist es soweit, wir spielen Unreal. Und ich finde, das ist jetzt wieder ein Spiel, was wirklich eigentlich jeden interessieren müsste. Ich denke mal, 90% werden mich wegen meiner Half-Life-Let's Plays abonniert haben, und gerade für die ist jetzt Unreal wirklich interessant, denn Unreal ist im gleichen Jahr wie Half-Life erschienen und ist damals der größte Konkurrent von Half-Life gewesen. Also diese beiden Spiele haben sich wirklich richtig bekriegt. Die Spieler haben sich in zwei Lager aufgeteilt, in die Unrealer und die Half-Life-Fans, und die haben sich auch richtig gehasst gegenseitig und zugeflamed. Also das ist jetzt wirklich der größte Konkurrent, den Half-Life damals hatte. Es gab überall im Internet, gab es Votings, welches Spiel jetzt besser ist, Unreal oder Half-Life. Und darum gerade für alle, die auch Half-Life gut finden, jetzt eigentlich mal die Möglichkeit zu sehen, wie eigentlich die Konkurrenz von Half-Life aussah. Darum jetzt hier Unreal. Zum anderen ist es interessant für alle, die gerne Unreal Tournament spielen. Ich denke mal, Unreal Tournament ist um einiges bekannter als Unreal selbst. Und ich denke, jeder hat schon mal von euch irgendwie Unreal Tournament gespielt. Und jetzt sehen wir mal, wo die ganzen Figuren und die Grafik und die Waffen, wo das überhaupt alles herkommt. Es kommt nämlich größtenteils alles von Unreal. Darum wirklich interessant, und ich freue mich jetzt auch schon darauf. Das Spiel ist am 22. Mai 1998 rausgekommen, also im gleichen Jahr wie Half-Life. Entwickelt hat es Epic Games zusammen mit Digital Extremes, und veröffentlicht hat es GT Interactive. Ja, es benutzt die Unreal Engine, und genau wegen diesem Spiel hat die Engine auch ihren Namen, also Unreal Engine. Verwechseln darf man das Spiel allerdings nicht mit dem Spiel Unreal für den Amiga. Es ist nämlich bereits 1990, also 8 Jahre vorher, ein Spiel namens Unreal für den Amiga erschienen. Ich selbst weiß aber nicht, wie das aussieht oder worum es da geht. Ich glaube, ich habe mal ein Video davon gesehen, irgendwie was mit Dinosauriern in der Steinzeit. Ich bin mir da nicht sicher, aber das kennt eigentlich kein Schwein. Auf YouTube findet man auch so gut wie gar nichts davon. Also eigentlich ist es klar, wenn jemand von Unreal spricht, dann von diesem Spiel hier. Es ist ein Jahr später, ist ein Add-on für das Spiel rausgekommen namens Unreal Mission Pack 1 Return to Napali. Oft wird das Spiel aber einfach nur Return to Napali genannt oder kurz RTNP. Und dann gab es 2000 ein Pack mit beiden Spielen, also Unreal und dem Add-on. Das nennt sich dann Unreal Gold. Was kann ich noch dazu sagen, bevor wir losstarten? Genau, was auch ganz interessant ist, was das Spiel besser als Half-Life macht, also zumindest in diesem Punkt, und zwar wird Unreal... sagt man von Unreal, dass es damals, 1998, in der Computertechnik der grafische Höhepunkt war. Also ich meine, Half-Life sieht da jetzt nicht so schlecht aus, gerade für so ein altes Spiel, aber Unreal, zu dem Spiel sagt man, es war der grafische Höhepunkt, also noch grafikmäßig noch ein bisschen besser als Half-Life. Und ja, eine vollständige Installation von Unreal hat damals 420 MB Speicherkapazität gekostet. Wenn man das mal mit Spielen wie heute vergleicht, Age of Conan zum Beispiel 30 GB oder sowas, Unreal halt nur 420 MB. Und es gab später noch für Unreal 1 ein Fusion Mission Pack, nannte sich das. Hat einfach ein paar Multiplayer-Karten hinzugefügt, denn Unreal hatte auch einen Multiplayer-Modus. Also Unreal Tournament ist nicht der einzige Multiplayer-Modus von Unreal, sondern Unreal hatte selbst auch einen Multiplayer-Modus, der aber ja, so gut wie nie genutzt worden ist. Dafür gab es dann halt später Unreal Tournament als offiziellen Multiplayer-Nachfolger. So, ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder fast 4 Minuten gequatscht, und wir wollen ja auch noch ein bisschen Ingame-Action sehen. Darum würde ich sagen, starten wir jetzt einmal ein Spiel, und wir sehen uns gleich Ingame wieder. So, wir sind im Spiel, werden hier mehr oder weniger einfach ins Spiel geworfen, hören hier, dass, ja, wir haben gerade eine Stimme gehört, Prisoner irgendwas escaping. Wir sind nämlich hier auf einem Gefangenentransporter. Ja, hier ruckelt es auch gerade ein bisschen, hier ist auch alles kaputt. Wir haben hier Explosionen gesehen, gerade kurz am Bildschirm. Wir sind nämlich Prisoner 84, ich muss mal kurz nachgucken, wie wir genau heißen. Prisoner 849, also 849. Und wir sind auf dem Gefangenentransporter Vortex Rikers. Wir sind also ein Gefangener, allerdings wissen wir nicht genau, was wir getan haben, warum wir hier sind. Wir sind halt einfach jetzt hier, es sind irgendwie alle tot und wir sind frei und wir wissen nicht, was los ist. Wir sehen hier überall Leichen. In der deutschen Version, in der geschnittenen Version, sind diese Leichen übrigens alle nicht da. Und wir sehen schon, das Spiel
Ja, wir sehen hier nicht mehr, was das sein soll. Ich glaube, das ist ein Bein und ein Arm und ein abgerissenes Bein oder sowas. Das Spiel ist um einiges brutaler und ekliger als Half-Life noch. Aber in der deutschen Version ist hier so gut wie alles geschnitten. Wir haben nur unten links sehen wir 17 Lebenspunkte, haben hier allerdings gerade so eine Bandage eingesammelt, die uns schon ein paar Lebenspunkte gegeben hat. Hier ist irgendwie Blut in der Toilette oder sowas. Ja, der hier wurde irgendwie aufgespießt von irgendwas heruntergefallenem. Und hier kann ich euch direkt ein Easter Egg zeigen. Ja, es ist eigentlich kein Easter Egg, aber ja, was anderes. Wir könnten jetzt hier runterfahren. In der deutschen Version geht das nicht. Da gibt es diesen Raum hier zwar auch, aber man kann den Fahrstuhl nicht betätigen, um hier runterzufahren. Und zwar sitzt hier jemand auf einem elektrischen Stuhl und wir können jetzt hier irgendwie diesen Stuhl anmachen und können den jetzt richtig britzeln. Ja, und jetzt sehen wir, der ist zerfetzt. Wir sehen hier überall die Leichen, Bein und Blut. Also, ja, die Brutalität mit Half-Life nicht zu vergleichen. Aber wir wollen jetzt erstmal hier möglichst raus aus diesem Gefangenentransporter, denn, wie gesagt, wir sind eine Gefangene und wir nutzen jetzt natürlich die Chance, dass hier alles tot ist und offen, um hier zu entkommen. Wir haben hier gerade einen Übersetzer eingesammelt, den können wir jetzt immer benutzen. Wenn wir irgendwie irgendwelche Bildschirme oder sowas sehen, dieser Übersetzer übersetzt Aliensprache in Englisch. Wir haben gerade noch mal ein paar Lebenspunkte eingesammelt. Hier gibt es eine Flare, die kann ich aber auch später mal zeigen. Die macht im Prinzip nur, dass es hell wird. Ich kann diese Flare irgendwo hinschmeißen. Ist also wie so eine Art ja, so eine Leuchtfackel. Oh, da ist gerade irgendwas explodiert und hat irgendwen zerfetzt, der hier rumlag oder so. Ja, schön. Und ich kann jetzt hier zu diesen Leichen gehen und von denen auch schon Sachen übersetzen. Hier zum Beispiel, Attention all prisoners, lights out tonight at 20 Uhr, no exceptions. Also das hier schien ein Wärter zu sein, der als Nachricht gesagt hat, heute um 20 Uhr werden die Lichter ausgemacht, dann gehen alle ins Bett. Das können wir hier lesen. Sei nett zu deinen Zellengenossen. Gewalt ist keine Lösung und wird nicht toleriert. Interessant. So, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hier nichts. Wir können hier auch diese Bücher lesen. Das mache ich direkt mal. Hier sehen wir es. Das sind immer die Tagebücher von irgendwelchen Mitgefangenen. Der sagt hier zum Beispiel, es war eine Kakerlake in meinem Essen heute. Ich frage mich, wie sie auf diesen Raumschiffen überhaupt das Essen machen. Wenn diese Schlampe in Zelle 4a mich weiter so blöd anguckt, reiße ich ihr den Kehlkopf raus. Ja, also nicht gerade nett hier, wie die Zellengenossen miteinander umgehen. Hier haben wir noch ein Buch von Boris Klake. Was steht da? Ich bin erst seit 3 Tagen hier und ich habe schon 2 gebrochene Rippen, eine Fraktur am Bein oder an der Hüfte und 14 irgendwas blaue Flecken oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, bis zum Gefangenenmond zu kommen. Interessant. Also der hier wird wohl immer verprügelt von anderen. Das ist sowieso ein Problem hier auf der Vortex Riker. Die hohe Gewalt unter den Zellengenossen. Was steht hier von Benjamin Nathaniel? Heute ist mein Geburtstag. Ich werde ihn feiern, indem ich einen neuen Fluchtversuch starte. Ja, schön. Ich werde jetzt hier nicht komplett alles immer vorlesen, aber im Prinzip wird hier in Unreal die Story so erzählt. Also man geht im Prinzip zu Leichen hin oder liest irgendwelche Sachen und lässt sich die von dem Übersetzer übersetzen. Und so wird hier in Unreal die Story erzählt. Es gibt keine Cutscenes oder so zwischendurch, die sonst noch irgendwas ja, erzählen. Man muss sich halt alles so durchlesen. Und die Person, die wir spielen, um nochmal auf die zurückzukommen. Ah, wir haben gerade gehört, irgendjemand versucht auszubrechen, damit sind wir gemeint. Und da hinten sehen wir schon irgendein anderes lebendes Vieh, was jetzt aber verschwunden ist. Und hier eine weitere Leiche. Ja, die Person, die wir spielen, wir sind anscheinend weiblich. Über unsere Person ist nicht sehr viel bekannt, außer wenn wir hier mal ins Menü gehen, das kann ich mal eben machen und dann auf Player Setup gehen, da sehen wir es, wir sind weiblich und der Skin, den wir haben, heißt Gina. Wir können hier aber auch noch andere auswählen, um uns anders aussehen zu lassen. Zum Beispiel hier total blutig mit offenem Brustkorb oder hier irgendwelche anderen. Standardmäßig ist aber Gina. Darum, wir können auch noch ganz andere Sachen auswählen und sowas.
Aber der Standard-Skin ist halt Gina, darum sagt man immer Prisoner 849 hier ist Gina, aber man weiß halt nicht, das wird auch nirgendwo erklärt und auch es gibt keine offizielle Stellungnahme. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Ja, der hat noch gelebt, ist aber direkt vor uns gestorben. Wir sind jetzt hier auf der Kommandobrücke. Alles ist tot. Das können wir hier noch lesen. Wir sind auf dem Weg zum Gefangenenmond, zum Gefängnismond. Allerdings haben die Langstreckensensoren ein magnetisches Feld geortet und der Captain hat befohlen, den Kurs zu ändern. Hier, das ist vom Captain selbst, der Vortex Rikers. Bla bla bla. Aha, wir sind also in einem Gravitationsfeld gefangen und fliegen auf einen Planeten zu. Allerdings wurden die die Leute im Maschinenraum angewiesen, möglichst viel Energie in die Maschinen zu packen, damit wir hier aus dem Gravitationsfeld rauskommen. Das ist also hier diese Geschichte. Und hier dieser Typ sagt, die Gefangenen werden weiter mehr und mehr aggressiv. Momentan ist die Sache noch unter Kontrolle, aber viele mussten bereits auf die Erste-Hilfe-Station gebracht werden, weil es halt hier so viel Gewalt gibt und die Gefangenen immer unruhiger werden. So, wir gehen jetzt mal hier weiter. Wo kommen wir hier hin? Knöpfe und so betätigen wir hier einfach, indem wir sie gegen sie laufen. Hier ist irgendwie der Boden so ein bisschen glatt, also selbst wenn ich nichts mehr drücke, laufen wir hier noch weiter. Haben gerade wieder ein Medikit eingesammelt und hier können wir unter den Knopf springen. Na, so, um hier an die Armor zu kommen. Wir haben jetzt also auch 100 Armor, wunderbar. 57 Lebenspunkte, 100 Armor. Klasse. Und gehen jetzt hier mal weiter. Noch wissen wir nicht so richtig, was passiert ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier weiter und dann werden wir es hoffentlich gleich auch rausfinden. Hier sehen wir wieder ein paar Leichenteile, irgendwelche Sachen, die man nicht identifizieren kann. Allerdings, wie gesagt, in der deutschen Version fehlt das alles. Da ist ja kein Blut, keine Leichenteile. Also da läuft man im Prinzip einfach nur durch ein leeres Raumschiff. Da oben hängt irgendwie einer, keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Hier sehen wir auch ein paar Leichen, nur ein Bein. Das hier scheint die Erste-Hilfe-Station zu sein. Gucken wir mal, was hier an dem Bildschirm steht. Oh, Lebenspunkte, wunderbar. Ja, was sagt hier? Ach nee, das haben wir bereits gelesen. Hier ist was Neues, glaube ich. Genau, hier vom Medizin-Officer. Durch die ganzen Kämpfe zwischen den Gefangenen wird die Lage immer schlimmer. Früher oder später gehen mir die, Möglichkeiten aus, die Leute zu heilen. Den gehen langsam die Bandagen aus und die Spritzen und sowas, weil es hier halt so viel Gewalt gibt. Wir selbst fühlen uns aber eigentlich ganz gut hier, also wir scheinen nicht viel von diesen Kämpfen zwischen den Gefangenen mitgekriegt zu haben, obwohl wir selber ein Gefangener sind oder wir sind einfach eine total harte Sau. Zwischendurch hören wir immer irgendwelche Stimmen des Computersystems hier, des Raumschiffs. Hier Lebenspunkt, jetzt haben wir auch 100, wunderbar. Gehen einfach mal weiter. Und hier ist auch eine interessante Stelle, hört mal zu. Interessant. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt in dem Video wirklich gut gehört habt, weil ich muss halt den Sound ziemlich leise drehen. Aber wir konnten hier gerade nicht durch die Tür und haben Kampfgeräusche gehört. Hauptsächlich, wie irgendwelche Leute abgeschlachtet worden sind. Irgendwelche Sterbegeräusche und Schmerzensschreie. Und irgendwann ist dann die Tür hier aufgegangen und Leichenteile sind auf uns zugeflogen und irgendein großes Monster ist weggerannt. Auch in der deutschen Version fehlt diese Stelle komplett. Da steht man im Prinzip einfach vor dieser Tür hier. Und, ja, kann dann nicht weiter und irgendwann geht die Tür einfach auf und alles fehlt. Also, das ist wirklich total blöd, wie hier zensiert worden ist. Da fehlen einfach total wichtige Stellen. Man steht halt einfach vor der Tür und wundert sich, hey, warum komme ich nicht weiter? Weil man hört nichts und man sieht auch nichts. Einfach total blöd. Ja, egal. Wir kriegen hier auf jeden Fall unsere erste Waffe, die Dispersion Pistol. Hat unendlich Munition. Wir sehen unten rechts 50 Schuss, können hier mit der linken Maustaste einfach so schießen und mit der Zeit füllt sich diese Munition auch wieder von alleine auf. Mit der rechten Maustaste können wir allerdings einen stärkeren Schuss aufladen, verbraucht insgesamt 7 Munition, ist dann stärker und macht auch Splash Damage, also Flächenschaden. Wir können hier einfach mal in diese Leichen schießen
um euch die Brutalität zu zeigen. Ich habe ja am Anfang gesagt, das Spiel ist ab 18. Hier haben wir einen zerfetzt, wunderbar, voll cool eigentlich. Und wir können diese Waffe, die wir hier haben, die Dispersionspistole, können wir später auch noch upgraden, sodass sie noch stärker wird. Was ist mit dem passiert? Cool. Bäh. Der hat eine ganz schöne Blutspur hinterlassen hier. Na egal, gehen wir erstmal weiter. Und hier können wir die Scheibe einschießen. Hier steht auch First Aid Station Break. First Aid Station Break Glass. Also wenn wir First Aid brauchen, Erste Hilfe, können wir das Glas kaputt machen, um hier an Erste Hilfe zu kommen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Darum geht es jetzt auch mal weiter hier. Dann können wir hier wieder was lesen. Ne, das ist immer noch die gleiche Nachricht. Ja, immer noch die gleiche, okay. Dann drücken wir einfach mal hier drauf. Oder kam gerade was Neues? Oh ja, genau. Genau, hier ist nämlich von einem Ingenieur eine Nachricht. Ich habe alle Energie, die wir hatten, in die Antriebe gesteckt, um aus dem Gravitationsfeld zu gelangen, welches uns auf den Planeten zieht, aber es scheint nicht zu wirken. Jetzt sehen wir auch schon wirklich, was hier eigentlich passiert, denn wir wurden halt von einem Gravitationsfeld eines Planeten, diesen Planeten, wo wir uns gerade befinden, gefangen und auf den Planeten gezogen, und da sind wir leider abgestürzt. Die Crew der Vortex Rikers hat alles versucht, hat es aber letztendlich nicht geschafft, dem Gravitationsfeld zu entkommen, und dadurch sind wir abgestürzt, und so konnten wir als Gefangene auch jetzt endlich entkommen. Also für uns ist das gut, dass das hier abgestürzt ist. Leider sind eigentlich alle gestorben, aber egal, gucken wir, was hier steht. Sie haben alle Power in die Antriebe gesetzt, aber wir fliegen immer noch auf dem Planeten zu. Ich weiß nicht, was passieren wird. Tja, jetzt wissen wir es, wir sind abgestürzt. Haben hier die Scheibe zerschossen, dass jetzt hier diese Luke aufgeht und wir entkommen können. Haben jetzt auch das erste Level hinter uns gebracht, sind jetzt im nächsten Level namens Nyleaf's Falls. Finden hier noch ein paar Flares und Blut, sowie Beine und Munition für eine Waffe, die wir noch nicht haben, und sind jetzt auch endlich draußen. Hier sehen wir schon einige Bewohner von diesem Planeten, irgendwelche Hasen, können wir abschießen, damit sie zerfetzen, und wir sind jetzt auch wirklich draußen. Und hier sehen wir unser Raumschiff, wir sind also tatsächlich abgestürzt auf diesem Planeten. Das Raumschiff heißt Vortex Rikers, und der Planet, auf dem wir sind, heißt Napali. Darum auch das Add-on nennt sich ja Return to Napali, also Wiederkehr auf Napali. Wir sind jetzt hier raus. Und meine Zeit ist zu Ende, sehe ich gerade. Ich gucke mal gerade noch, ob hier noch irgendein Geheimnis... Jo, hier finden wir noch Munition. Clips. Wunderbar. Wir haben das erste Level abgeschlossen. Ähnlich wie in Half-Life ist es hier so, dass die Level alle aneinander direkt sind. Das war auch ein, was dem Spiel viele positive Wertungen eingebracht hat. Nicht wie in noch älteren Spielen, wo man ein Level abschließt und dann kommt Level 2, so wie zum Beispiel in Duke Nukem, sondern die Level sind hier wie in Half-Life wirklich alle zusammenhängt als eine große Welt. Allerdings sind hier die Levels immer so, dass wir nach Abschluss eines Levels nicht wieder zurück können. Also wir können jetzt hier nicht wieder hochspringen und zurück. Und das ist hier in jedem Level so, dass wir nicht wieder zurück können. Und auch wie sich dieses Spiel von Half-Life unterscheidet, ist, dass wir hier dodgen können. Wenn wir zweimal in eine Richtung drücken, dann springt die so in diese Richtung. Oder nach vorne oder nach hinten. Also anstatt normal zu springen, können wir auch einfach doppelt in eine Richtung drücken, um dann so eine Art Sprung zur Seite zu machen, um so irgendwelchen Projektilen oder Raketen auszuweichen. Das ist auch typisch für Unreal, wurde auch später dann in Unreal Tournament übernommen. Aber ich werde jetzt hier erstmal Schluss machen. Meine Zeit ist zu Ende, ich habe schon wieder total überzogen. Ja, heute mehr oder weniger eigentlich nur mit dem Intro-Level heute. Aber ist doch nicht so schlimm, ab morgen geht dann die Action los. Wir haben jetzt erstmal gesehen, worum es hier geht, was passiert ist. Darum würde ich sagen, ich sag tschüss und wir sehen uns morgen wieder. Ciao Leute!